So, ich habe vier Türen zur Auswahl. Ich fange einfach mal bei der ersten an. Aber vorher besiegen wir diese drei Imps. Holy. Flair. Angriff und Angriff. Wir haben Erstschlag und damit haben diese Imps keine Chance. Dann machen wir Donner. Bassner und zweimal Angriff. Das 900 Gil erhalten. Bei Guy ist die Kraft hoch. Der Fatman, wir haben ja eine schwarze Robe bekommen. Die möchte ich mir noch ansehen. Aber ich glaube, wir tragen eine schirrende Robe. Also die weiße Robe haben wir schon. Das ist die Kraftweste oder die Powerweste. Das ist der schwarze Anzug. Und was trägt Richard? Den Goldkürass. Okay, dann sehen wir doch einfach mal nach. Also, im Vergleich zur schwarzen, zur weißen Robe. Die schwarze Robe, übrigens Beschreibung, Leute. A black robe that enhances intelligence. Hat im Vergleich zur weißen Robe 5 mehr Abwehr und das war's. Also, die schwarze Robe hat Resistenzen gegen Feuer, Eis, Blitz, Gift und gibt 10 Intelligenz. Die weiße Robe hat Resistenzen gegen Körperangriffe, Geistangriffe, Materienangriffe und gegen Tod und gibt 10 Spirit. Mir gefällt die tatsächlich sehr gut. Deswegen würde ich sie tatsächlich bei Freonir lassen. Maria hat ja schon die Schleife, die auch Resistenzen gegen alles andere hat. Deswegen würde ich sie eventuell geil geben. Aber wie sieht es denn gegen die schwarze Rüstung aus? Die schwarze Rüstung empfinde ich tatsächlich als ein bisschen schwächer. Sie hat 5 mehr Verteidigung, die schwarze Rüstung. 5 mehr Ausweichen, 5% mehr Ausweichen. Dafür aber 16% weniger magische Verteidigung. Und sie hat ein Malus auf Intelligenz und Weisheit. Gibt dafür aber auch 10 Agilität. Hat Resistenzen gegen Materieangriffe. Finde ich also schon recht gut. Aber ich glaube, ich nehme... Ja, die Intelligenz bringt halt nicht wirklich viel. Wie sieht das denn aus? Hat Guy irgendwas, das eh schon... Das da gibt, glaube ich, Kraft. Das da gibt gar nichts. Wie sieht es denn mit dem... Wo ist denn... Korinokotte, okay. Also ich... Die schwarze Robe ist schon recht gut, Leute. Ich glaube, ich würde sie mir tatsächlich geben wollen. Also, Guy. Denn diese 5 Punkte mehr Verteidigung, dafür aber 16% mehr magische Verteidigung, finde ich schon geil. Außerdem Verteidigung gegen Feuer, Eis, Blitz und Giftangriffe,
Das ist auch schon geil. Dann noch 5%. Ja, gut, okay. Auch 5% weniger ausweichen. Das ist natürlich dann auch ein bisschen blöd. Aber alles in allem, ich würde sie Guy tatsächlich. Wobei Guy soll ja eigentlich. Guy soll ja eigentlich unser Kämpfer sein. Nein, dann lieber doch nicht. Dann würde die schwarze Robe aber eher zu Maria passen. Aber die hat halt schon die Schleife. Wie wäre es denn bei Kinmune 8? Also den Goldkürers. Der Goldkürers. Hat gar keine Effekte. Weniger Abwehr, gleich viel Ausweichen, weniger magische Verteidigung und ich glaube sogar den gleichen. Okay, wir geben jetzt Richard. Ja. Der Goldkürers ist in. Die schwarze Robe ist in allem besser als der Goldkürers, außer beim Ausweichen. Da sind sie gleich gut. Wir geben es Richard. Obwohl er ein Ritter ist, aber die Robe ist einfach in allem besser oder gleich gut. Da kann der Goldkürers einfach nicht mithalten, Leute. Ich meine, seht mal hier die Verteidigung: 48 mit Goldkürers und 61 mit der schwarzen Robe. Also. Was soll man da noch sagen? So, wir haben noch vier Items Platz. Okay. Geld habe ich, glaube ich, schon. Gehen wir mal hier rein. Ist nichts. Okay, drei Türen haben wir noch, Leute. Frostechsen, wieder zwei Stück. Die greifen wir mit Feuer an. Und Flare. Und Angriff und Angriff. Wir haben Erstschlag. Dann machen wir Donner. Bastner. Angriff und Angriff. Da kommt der Schneesturm wieder. Das sollte Richard aber jetzt weniger ausmachen. Tatsache, super. Nochmal Schneesturm 16. Vielen Dank, Gelalten. Bei Frionier ist die körperliche Fitness hoch. Die Weisheit ist hoch. HP sind hoch. Bei Maria ist die körperliche Fitness hoch. Gehen wir hier weiter. Oh, hier geht es weiter. Erst noch in die anderen Räume nachsehen, was dort wäre. Nichts. Und nichts. Drei Basilisken. Da machen wir Blizzard. Flare. Angriff und Angriff. Wir haben Erstschlag.
Dann machen wir Donner. Bassner. Angriff und Angriff. Ja, Richard zittert nicht mehr. 1900 Geld erhalten. Bei Maria ist die Weisheit hoch. Drei Wiedergänger, zwei Spectres und ein Gespenst, glaube ich. Machen wir Holy. Flare. Angriff und Angriff. Das war sehr wirkvoll. Wir können also schon Gespenster mit einem Gruppenzauber töten, Leute. So stark sind unsere Zauber schon. Das tat weh. Dann machen wir Feuer. Bassner. Angriff und Angriff. Da waren es nur noch zwei Wiedergänger. Machen wir Donner. Shell. Angriff und Angriff. Guy ist fast besiegt. Er hat doppelt so viel Leben wie Richard und trotzdem kniet er schon. Und Richard noch nicht. Naja. Prozentual gesehen ist es halt weniger. ...2150 Geld. Bei Frioni ist Donner hoch, Feuer ist hoch. Bei Guy ist die körperliche Fitness hoch, die AP sind hoch.
Freonir hat volles Leben. Super. Okay, was haben wir hier? Ich gehe davon aus, dass hier jetzt der Bosskampf kommt, Leute. Ich würde mich deswegen voll heilen wollen. Bin gespannt, was da jetzt kommt. So. Ich gebe Ihnen noch keine Elixiere, Leute. Wenn es ist, notwendig wird, dann können wir Freoni und Maria haben ja, können die Elixiere ja so nehmen. Da ist jemand. Und da ist eine Tür. Und es kommen keine Monster mehr. Kann ich so hinter die... Nein. Okay. Ach, das ist Minu! Den habe ich jetzt gar nicht erkannt! Maitachio Mateita! Also, ich habe auf euch gewartet! Korekara Watashi no Mariuko no Subete o Kono Tobira ni Butsukeru. Ich glaube, er sagt, dass er von jetzt, seine gesamte magische Kraft aufwendet, um diese Tür zu zerstören, Leute. Umaku Ikeba Fuin wa Tokero Daro. Irgendwas mit einem Siegel, was genau habe ich nicht verstanden, das würde ich kurz übersetzen wollen, Leute. Hoffentlich bricht dadurch das Siegel, sagt er. Sa! Sagateru! Also gebt acht, glaube ich, heißt es sowas. Ich habe das Wort zwar noch nicht gelernt, aber ich kann es mir gut vorstellen. Maria sagt jetzt: Minu! Shikari! Also, Minu, halte durch! Mino sagt daraufhin, Watashiba Chikara o Tsukai Sugita. Kyusoku ga Hitsuyoda. Sa ano Tobira no Mukoe. Also den ersten habe ich nicht verstanden, den zweiten ist, also los, geht durch diese Tür, so ungefähr. Kurz den ersten Satz noch übersetzen.
Ah, okay. Also er hat so viel Kraft verbraucht, er braucht eine Pause. Also los, geht durch diese Tür, so ungefähr. Gacke. Also er... ja, ist ohnmächtig geworden, lässt den Kopf fallen und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht stirbt er auch, ich weiß es nicht. Frionir ruft Minu! Okay, ich glaube, seine Pause wird ein bisschen länger dauern. So wie es aussieht, ist Minu gerade gestorben, Leute! Das war unser erster Charakter! Also, abgesehen davon, dass wir... Ach, Leonhard, was ist eigentlich mit Leonhard? Wir haben ihn immer noch nicht gefunden. Das war unser erster vierter Charakter. Eigentlich sogar mit dem wir zusammen geflohen waren. Marias Bruder. Und er ist irgendwie weg. Aber davon abgesehen war Minu unser erster Charakter und jetzt ist er gestorben.